Hallo, hier ist der Martin von Money Monkey. Ist das die DAX-Analyse für den Freitag, den 19. August? Und damit natürlich auch den Verfallstag vom August. Nur ein kleiner Verfallstag, nicht ganz so wichtig. September wird dann wieder deutlich wichtiger. Und zum Mittwoch, nee, halt, zum Donnerstag hat unser DAX ja mal wieder ein bisschen Training absolvieren dürfen. Hat an den wichtigen Marken rumgespielt. Oben nicht ganz geschafft. Wir hatten gesagt, grundsätzlich über 13.700 habe ich gesagt, will ich ihn sehen. Dann kann ich mir gut vorstellen, dass er in die 800 reingeht, 820, ne? In dem Bereich. Von dort nochmal ein bisschen deutlicher reagiert und dann gegebenenfalls sogar probiert weiterzukommen. Und auf der Gegenseite hatte ich gesagt, wäre mir wichtig, wenn er unter 600 fällt. Also wenn er unter das Mittwochstief drunter macht, dass dann einfach Risiko drin steht und er dann halt auch, dass man dann wirklich auch ein bisschen mehr Platz mit einplanen sollte, bis vielleicht sogar runter 4. 45. So gesehen haben wir, dass er über die 13.700 drüber ist. Er hat die 800 nicht ganz erreicht. Für mich gewissermaßen vielleicht sogar so ein Anzeichen, da kommt noch was. Ja, also wie als probiert er das dann noch? Muss aber sagen, dass mir die Anstiegsdynamik gar nicht gefällt. Also der hat zwar jetzt eine grüne Tageskerze hingestellt, der hat sich auch über den Donnerstag wieder deutlich stabiler gehalten, als das zum Mittwoch der Fall war. Es ähnelte eher mehr dem Verhalten, was wir die ganzen letzten Wochen gesehen haben. Leichte Aufwärtstendenz, die immer wieder durch Abstoßen nach unten unterbrochen wurde. Ja, also das haben wir oft genug gesehen. Und dann hinten raus ja sehr oft nach oben rausgegangen ist. Wir kennen das aus den letzten Wochen, dass sehr oft der Freitag maßgeblich auch, ich sag mal, so ein Schiebetag war, der oben raus arbeiten konnte. Wir kennen aber auch die letzten Verfallstage und wenn wir da die letzten 10 Verfallstage zusammenzählen, an wie vielen Tagen da der Markt richtig in die Grätsche gegangen ist, muss man schon auch festhalten, dass die Verfallstage oft wirklich ziemlich blutig geworden sind. Und mit der, man könnte schon fast sagen, Flagge, Dreieck oder was auch immer es ist, da hat er natürlich für den Freitag schon auch gewissermaßen jetzt mit dem Tagesschluss hier ein Tor offen gelassen. Ein kleines Blutblatt hinzulegen halt, ne? Also falls auch relativ schwach zu tendieren. Deswegen würde ich auch zum Freitag, wir haben das auch schon für den Donnerstag jetzt gesagt, die 13.700 ernst nehmen. Wenn der da drunter arbeitet, dann würde ich persönlich nicht zwangsweise nach neuen Long-Positionen suchen. Egal, ob er dann bei 6,70 steht oder bei 6,25 steht oder bei 5,75 steht oder bei 5,50 steht, ne? Wenn ich sage unter 700, ist das für mich kein Long. Ist das genauso wie wenn ich sage unter 900, ist das für mich kein Long. Ne? Also das ist, ich will Stärke sehen. So, und wenn der nur abklackert, dann ist das eher ein Grund, um vielleicht einen Short mitzugehen halt, ne? Dass man dann sagt, okay, handelt jetzt mal rein hier bis auf das neue Tief, hier in die 5,75 rein, vielleicht sogar 5,50, hier so 5,75, 5,40 die Zone. Oder eben dann vielleicht sogar gleich tiefer 4,45 wäre auch zum Freitag erreichbar, ne? Wenn er aus der Welle sich jetzt hier einen zweiten Antrieb schraubt, kann der locker bis dahin gehen. Ja. Arbeitet er aber über 13.700, wäre das auf der anderen Seite für mich wieder kein Grund, um Short zu suchen. Ja, weil ich dann fast eher davon ausgehen würde, dass der einfach den üblichen Freitag abspielt, wie man jetzt die letzten Wochen immer wieder drin hat. Und dass man den Verfallstag einfach beiseite schiebt, ignoriert. Sich in die 800, 820 rein bewegt, dort wieder ein bisschen zur Seite schiebt und dann vielleicht sogar noch ein bisschen darüber hinaus klettern. Ja, aber oberhalb von 700 erneute Anstiegsversuche dürften auch ein höheres Hoch zutage bringen über die 780, die er jetzt am Donnerstag erreicht hat. Und dann kann er auch 800, 820 schon erreichen. Ne? Und deswegen einfach reaktiv handeln, ne? Also gucken, wie bewegt es sich, wo steht er. Und ich sag mal, wenn der früh dann schon bei 5,80 oder sowas steht, ja, dann muss man nicht davon ausgehen, dass das jetzt der absolut krasseste Long-Tag wird. Sollte er sich dann doch über 700 wieder reaktiviert bekommen, ja, dann kann man das nochmal hinterfragen. Sollte man sich vielleicht auch aus dem Short erstmal wieder zurückziehen. Aber grundsätzlich von der Tendenz her würde ich dann eher sagen, abwärts. Na, also wenn er da drunter gravierend weiterarbeitet, auch unter 600 runter geht, unter dem Mittwoch drunter geht, wäre für mich eher ein Grund hier Richtung, naja, so 550, 570, 540 und halt auch hier die 445, dieses letzte Tief da. Ja, ansonsten über 700, ist weiterhin die 800, 825 wichtige Rücklaufmarke, darüber die 900. Na,
Der muss sich hier festlegen. Und man merkt auch, wie wichtig der Bereich ihm. Der ist nicht umsonst den ganzen Tag um die 700 rumgestängelt. Der weiß ganz genau, der weiß ganz genau, warum er das macht. Na, also die Marke ist dem Markt wichtig und sie wird beachtet und sie wird geachtet und sie wird auch versucht zu verteidigen. Wenn wir Stand gestern nochmal zurück erinnern, haben wir gesagt, über 700 eher Aufwärtstendenzen, unter 600 Abwärtstendenzen. Die 600 haben wir nicht gesehen. An der 700 haben wir relativ oft geklingelt. Also, ja. Punkt. Ich möchte gar nichts ausschließen zum Freitag. Na, also es gibt genügend Gründe für obere Variante und für die untere. Ich würde einfach mitgehen. Ich würde einfach gucken, wie kommt der gut rein, handelt er gut, gehe ich rein bis in die 800, 820. Ja, ziehe mich dort erstmal wieder zurück, gucke einen Rücklauf an. Wenn das gut aussieht, dann kann man vielleicht auch noch in die 900 reinhandeln. Und wenn er hier unten rum doppelt, dann wird er auf 550, 580, 575. Ich bringe mal nicht zu viele Zahlen durcheinander, ne? 5,75 haben wir gesagt, ist wichtig. 45 ist wichtig, haben wir gesagt, ne? Also der Bereich da unten rein und die 4,45. Punkt. Thema aus, Klappe zu, Affe tot. Dann sehen wir uns, oder die im Premium mit drin sind, sehen uns am Donnerstag, am Sonntag, 10 Uhr, ja, zum Webinar und alle anderen dann Sonntagabend für die Morgenanalyse zum Montag. Ich wünsche euch Spaß, gutes Gelingen, bis morgen, tschüss.